Hallo und herzlich willkommen zu einem... Jetzt geht der VK 36 da nicht aus dem Weg. Zu einem neuen Gefecht in World of Tanks. Ich fahre den schweren Panzer OI auf der Map Stutzianki. Und da ist schon der erste Spotter des Gegners aufgetaucht, ein T-50-2. Aber ich will da vorne zu den Industriehallen. Da ist ein T-34-85M. Und ich hoffe, ich komme da ungespottet hin. Da drüben ist eine Hellcat aufgetaucht. Steht aber, glaube ich, hinter dem Hügel. Ein Bretagne-Panther steht da auch. Und da drüben sehe ich den Gegenspieler des Gegners. Ebenfalls OI. Und ein KV-1S. Ein kleines Stückchen noch vor. Da ist der OI. Jetzt ist er mir gerade in den Schussweg gefahren. Aber ich konnte dem OI einen mitgeben. 318 Schaden. Und jetzt sehe ich den T-50-2, der uns hier fleißig spottet. Da drüben steht der Hellcat. Habe ich vom OI einen mitgekriegt. Aber ich konnte der Hellcat auch eine verpassen. 251 Schaden. Ja, und solange der T-50-2 da steht, wird das sehr schwer. Denn der hält mich hier gespottet. Sobald ich mich auch nur ein Stück aus der Deckung wage, werde ich wohl beschossen werden. Jetzt hat der T-50-2 mich hier festgenagelt. Ich kann nichts unternehmen im Moment. Da drüben ist ein Strinzwagen, schwedischer Panzer, Treffer. Ja, wenn ich den OI da vorne schon nicht bekämpfen kann, weil der T-50-2 da steht, dann kann ich doch hier die Panzer zerstören. Das hat geklappt. Der Strinzwagen ist zerstört. Und der T-50-2 spottet uns hier weiter fleißig. Jetzt ist gerade der OI zu sehen, aber ich kann nicht rausfahren. Jetzt ist der T-50-2 zerstört. Und der KV-2 spottet darunter. Jetzt versuche ich mal ganz vorsichtig darüber zu spähen, ob da was zu sehen ist. So kriege ich da keinen anvisiert, keiner ist zu sehen. Und jetzt bewegt sich der Type 64. Und ich hoffe mal, er spottet jetzt. Da ist der T-34-85M. Ich kann mich schon mal ein bisschen in Position bringen. Oder drüben ist eine AL V39. Vielleicht kann ich ja nochmal so einen Treffer landen wie beim Strinzwagen. Oh, da hinten ist der KV-1S und dann noch ein T-50-2. Und da wurden wir gespottet und die Arti schießt auf uns. Hat wohl überhastet geschossen. Ich versuche mich jetzt mal in der Nähe der Mauer hier in Deckung zu bringen. Da ist der KV-1S.
Aber zu schnell wieder unten. Aber vielleicht kommt er ja nochmal hochgefahren. Ja, wenn ich jetzt wüsste, ob der OI da noch steht, dann könnte ich rausfahren. Und da keiner spottet, versuche ich mich mal wieder in Position zu bringen, um den OI zu bekämpfen. Und hoffe mal, dass der KV-1S da nicht wieder hochkommt. Ich sehe, der OI hat sich bewegt, steht nicht mehr hier an der Ecke. Aber dafür ist der KV-1S dahin gefahren und hat mich getroffen. Vielleicht kommt er da nochmal hoch und ich kann ihn durch diese Lücke treffen. Da ist er. Etwas weiter runter. Oh, da hat er wohl den sechsten Sinn und ist zurückgefahren. Und ich versuche jetzt durch die Mauer da durchzubrechen und den KV-1S von dieser Seite zu bekämpfen. Wo steht er? Da in der Ecke steht er. Und jetzt richtig anvisieren. Und Treffer. Und da ist der KV-1S zerstört. Und ich denke, ich kann vorrücken. Nicht der schnellste, hat aber eine mörderische Kanone. Da drüben ist ein Naati. Habe ich zu überhastet geschossen und den Panzer verfehlt. Oh, jetzt ist er zu schnell hinter dem Hügel gewesen. Vielleicht kommt er da noch mal raus. Wieder die Arti. Oh, ich werde von vorne links beschossen. Oh, noch ein Treffer. Ich muss mich da jetzt mal in Sicherheit bringen. Und da hinten fährt ein T-50-2. Etwas vorhalten. Und Treffer, da ist er in meine Granate reingefahren. Und ich habe ihn zerstört. Und das war auch gleichzeitig das Ende. 15 zu 6. 15 zu 6 mit dem OI auf der Map Stutsianki. Eine WN8 von 3579. Damage von 1633 und 2 Kills. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, lasst bitte einen Daumen nach oben da. Das würde mich sehr freuen. Und ansonsten hören und sehen wir uns im nächsten Video wieder.